Willkommen zu einer neuen Folge von Expert Update. Jetzt gibt's die Filme der Woche, einen Spiele-Blockbuster und die brandneue Drohne von GoPro. Seit die Welt weiß, dass es Mutanten gibt, gab es geheime Gesellschaften, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Sie glauben, dass vor vielen 10.000 Jahren ein uraltes Wesen geboren wurde. Der allererste Mutant. Die X-Men sehen sich mit ihrem bisher mächtigsten Gegner konfrontiert. Der erste Mutant erwacht nach tausenden Jahren und stürzt die Welt ins Chaos. Nach Auffassung von Apocalypse, der sich als Gott verehren lässt, haben nur die Stärksten ein Recht auf Leben. Alle, die Schwäche zeigen, will er hingegen vernichten. Ich habe noch nie eine derartige Macht gespürt. Sie haben ihn mitgenommen. Raven, die Welt braucht die X-Men. X-Men Apocalypse ist der mittlerweile 6. Film der Reihe und bildet gleichzeitig auch den Abschluss der 2. Trilogie, die die Entstehung der Superheldentruppe erzählt. Mit 250 Millionen Dollar Produktionskosten ist Apocalypse außerdem der bisher teuerste X-Men-Film, hat aber inzwischen auch schon 543 Millionen wieder eingespielt. Das bombastische Actionspektakel ist jetzt auf Blu-ray und DVD bei Expert erhältlich. Ihr seid X-Men. Na, ihr wart ja fleißig. Wir hatten ein wenig Hilfe. Seit 2002 gibt es die Ratchet & Clank-Serie auf PlayStation-Konsolen. In der bunten Mischung aus Rennen, Schießen, Springen dreht sich alles um ein kleines, vorlautes Wesen namens Ratchet und seinen Roboterkumpel Clank. In der Regel müssten die beiden dann die Welt vor irgendwelchen Bösewichten retten und jetzt ist das Ganze auch verfilmt worden. In einer Welt beginnt die Deplanetisierung! Okay, dann bei einer anderen Welt. Unsere Galaxie ist bedroht. Captain Quark. Wir, die Galactic Ranger, suchen einen neuen Rekruten. Hat ein Mann einen Traum. Streng genommen bin ich ein Lombax. Gut, hat ein Lombax einen Traum. Wir wollen dich. Ja! Hast du das Herz am rechten Fleck? Hast du das Zeug zum Ranger? Du hast nicht das Zeug zum Ranger. Hey, Nächster! Die Filmadaption erzählt dabei eine eigenständige Geschichte, nimmt jedoch an allen Ecken und Enden Bezug zur Spielvorlage. Das freut natürlich Fans, die überall kleine Hinweise entdecken, doch auch wer das chaotische Duo bislang nicht kannte, wird bestens unterhalten. Ratchet & Clank ist jetzt auf Blu-ray und DVD erhältlich. Und Action! Ratchet und Clank. Erstaunlich, dass trotz des abrupten Stillstands eurer Körpermasse sich keiner von euch übergeben. Oh je. Keine Sorge, Kadett. Das passiert dem Besten. Vor fast genau 2 Jahren wurde Destiny veröffentlicht. Ein Science-Fiction-Game, das Ego-Shooter-Gameplay mit Online-Rollenspielelementen verknüpft, und zwar in einer offenen Spielwelt. Das ambitionierte Game hatte so seine Startschwierigkeiten, ist inzwischen aber dank unzähliger Patches und Updates und vor allem dank der 4 Erweiterungspakete längst ein richtiger Blockbuster. Dabei schickt Destiny euch in eine ferne Zukunft, in der ihr als Hüter die letzte sichere Stadt der Erde beschützen müsst. Das Besondere daran ist, dass ihr mit tausenden Spielern in der gleichen Welt unterwegs seid und euch für die Missionen mit anderen zusammenschließen könnt. Zudem gibt es auch Mehrspieler-Modi, in denen Kämpfe gegeneinander ausgetragen werden können. Für Neueinsteiger oder Leute, die vielleicht den ein oder anderen Teil verpasst haben, gibt es jetzt die Destiny Collection, die sowohl das Hauptspiel als auch die 4 Erweiterungspakete enthält. Die jüngste Erweiterung namens Das Erwachen der Eisernen Lords ist dabei brandneu und erst diese Woche erschienen. Die komplette Sammelausgabe ist jetzt für PS4 und Xbox One bei Expert erhältlich. Der Marktführer für Actionkameras GoPro hat diese Woche seine erste Drohne vorgestellt. Karma heißt sie und sie fügt sich natürlich nahtlos in das leicht zu bedienende Portfolio des Herstellers ein. Leicht, kompakt und damit perfekt für Reisen und Sportaktivitäten.
Die nur 1 Kilogramm schwere Drohne kann mit wenigen Handgriffen zusammengefaltet werden, sodass sie in den dazugehörigen Rucksack passt. Dafür muss sie nicht komplett auseinandergebaut werden, sodass Karma jederzeit einsatzbereit bleibt. Mit bis zu 15 Metern pro Sekunde kann die Drohne eine Flughöhe von 4500 Metern erreichen und sich dabei maximal 1 Kilometer von der Fernsteuerung entfernen. Die wiederum ist GoPro-typisch ebenfalls auf eine einfache Bedienung ausgelegt. Der aufklappbare Controller besitzt 2 Steuerknüppel, einen Ein-Aus-Knopf und einen Start-Landeknopf. Das 5 Zoll große Touchdisplay überträgt in Echtzeit, was die Kamera filmt. Doch bei einem einzelnen Drohnensystem will GoPro es natürlich nicht belassen. Stattdessen kann die Kamerahalterung auch separat benutzt werden. Der sogenannte Karma Grip sorgt für wackelfreie Aufnahmen, während die GoPro-Kamera gleichzeitig über die Buttons am Griff bedient werden kann. So lassen sich zum Beispiel auch verschiedene Aufnahmemodi und der Kamerawinkel am Griff selbst einstellen. Außerdem ist die Halterung natürlich mit dem normalen GoPro-Befestigungssystem kompatibel und kann auch vorn am Drohnenrucksack befestigt werden. Zusätzlich erscheint die neue GoPro Passenger App, die kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden kann. Damit kann man sich über sein Smartphone oder Tablet quasi virtuell an Bord der Drohne begeben und live das Gefilmte verfolgen. Besonders praktisch: Während einer die Drohne steuert, kann der andere über die App die Kamera bedienen. Ende Oktober soll die GoPro Karma in Deutschland erhältlich sein und ungefähr 870 Euro kosten. In die Kamerahalterung passen sowohl GoPros ab der 4. Generation als auch die jetzt ebenfalls neu vorgestellte GoPro Hero 5. Die wird ab dem 2. Oktober in 2 Ausführungen erhältlich sein, nämlich einmal als Hero 5 Black für Profis und als Hero 5 Session für Hobbyfilmer. Und zu guter Letzt gibt's heute noch ein Gewinnspiel, denn wir suchen einen Produkttester für den Blaupunkt Wi-Fi Lautsprecher WF500. Um mitzumachen, müsst ihr nur 2 Dinge tun, nämlich erstens unsere Facebook-Seite liken und zweitens in den Kommentaren zum Gewinnspielpost schreiben, welchen Song ihr aktuell über diese Lautsprecher am meisten spielen würdet. Noch bis Sonntagabend habt ihr Zeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Link zum entsprechenden Facebook-Post und auch die Teilnahmebedingungen sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr gewinnt, werden wir euren Test zum Lautsprecher auf unserem Expert-Blog veröffentlichen. Da könnt ihr sowieso mal vorbeischauen, denn da gibt's schon reichlich Tests von anderen Zuschauern und Lesern. So, das war's mit Expert Update für diese Woche und natürlich freue ich mich, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und auch einen Kommentar hinterlasst und natürlich freue ich mich extrem, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Hier unten direkt für euch verlinkt ist unser Angebot der Woche, das ist diese Woche ein Staubsauger von AEG und natürlich auch hier unten findet ihr nochmal den Link zu unserem Blog, den ich ja gerade auch schon erwähnt habe. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.